Heavy Motley of Fame. Tadam! Jetpack ready for launch. Hallo Leute, der Sorio hier. Willkommen in die nächste Folge Satisfactory. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es geht locker flockig hier weiter mit meiner Produktionslinie. Und erstmal gucken wir hier danach, ob hier was fertig ist. Genau, eine Festplatte wurde analysiert und wir können wieder was machen. Rotor-Alternative, Heavy Modular Frames als Alternativen. Irgendwie sehen die gleich aus. Ich sehe jetzt hier gerade nicht den Unterschied zwischen dem und dem. Aber ich glaube, Heavy Modular Frames ist ganz nett, eine Alternative zu haben. Ja, so, und dann haben wir noch eine Hard Drive, die können wir auch analysieren. So, das dauert jetzt wieder ein bisschen Zeit. Wie das so ist. Genau, und hier haben wir immer noch, achso, das Alternate Heavy Module Frames, Modular Frames. Quickwire und 50 Rubber, das sollte eigentlich kein Problem sein. Hier haben wir das, können wir machen. Ja, und hier würde ich eigentlich als erstes gerne das Jetpack machen, um einfach mehr Sachen noch zu erkunden und an mehr Sachen ranzukommen. Die Gasmaske, das sind alles drei wichtige Sachen. Das ist so, tja. Okay. Ich guck einfach mal, wie viel wir haben mittlerweile. Macht ja mal Sinn. Ich glaube aber, dass wir noch nicht so genügend von dem Zeug haben werden. Schuppada. Hopp. 43. 43 ist ganz nett. Damit kann man schon fast was anfangen. Fast zumindest. Guck gerade mal. Das können wir hier ein bisschen zusammenstapeln. Kann ich noch irgendwas stapeln? Das können wir zusammenstapeln. Ja. So, 44. Dann fehlen nur noch 6. Und jetzt sind wir hier. Auch 43. Okay. So. Hier läuft jetzt aber erstmal Schrauben noch rein. Da fehlen Circuit Boards. Wo kommen die denn her? Von hier. Hier fehlt Wire. Kommt. Langsam, aber es kommt. Okay. Ich wollte da noch gucken gehen. Parallel dazu. Einfach mal so. Aus Spaß und der Freude. Was ich hier eigentlich für meine habe. Ob ich hier MK1 oder MK2 habe. Das ist ein Smelter. Okay. Das ist ein MK1. Das ist auch ein Smelter. Hinten ist ein MK2. Also hier habe ich schon ein MK2 zu stehen. Hier haben wir auch ein MK2. Nee. Wo müsste ich doch noch einen haben? Da hinten. Ja. Und das ist MK1. Also zwei MK1 habe ich auf jeden Fall. Die könnte man definitiv ersetzen. Also den könnte man definitiv ersetzen durch ein MK2. Dann hätte man hier deutlich mehr. Müsste allerdings auch ein besseres Förderband machen. Ich probiere das einfach mal schnell. Mal gucken. So. Da warten wir mal kurz, bis der hier weg ist. Dann machen wir das hier auch weg. So. Dann gucken wir mal, ob wir alles dafür haben. Natürlich nicht. Ich brauche Rubber. Nee, brauche ich. Was brauche ich denn? Steelpipes brauche ich, doch. Nicht Rubber. Wie viel?
10. Düdüm, düdüm, düdüm. Nehmen wir gleich noch ein paar mehr hier mit. Wenn wir gleich 20 mit haben, dann haben wir genug für 2. Wobei ich natürlich, wenn man eben, also wenn ich jetzt hier umbaue auf MK2, was ja Sinn macht, weil es deutlich mehr Ressourcen liefert, muss man ja aber auch bedenken, dass man eigentlich dann leistungsfähige Förderbänder und alles, eigentlich danach alles, einmal optimieren muss. Jump. So. So? Nee, warte mal. Hier muss ich ja auch das schnellere Förderband machen. Sonst funktioniert das ja nicht. Weil der liefert hier ja mehr. 60 pro Minute nur? Okay. Wo hat man den Strom her? Ja, lass mich mal hoch. Wo haben wir denn hier eine Strommast? Da. Düdüm. So, jetzt läuft der hier los. 60 pro Minute. Der macht auch 60. Und hier, der ist MK1. Der, genau, der macht nur 30. Das heißt, ich habe jetzt eine doppelt so hohe Produktion. Nur muss ich natürlich auch gucken, dass ich die entsprechend auslaste. Nicht, dass sich hier alles dann staut. Das wird hier, glaube ich, erstmal ganz gut funktionieren. Aber das muss ich dann mal im Auge behalten, weil hier zum Beispiel staut es sich eher. Also hier könnte man irgendwas optimieren noch, um einfach die Produktion zu verbessern und dann insgesamt mehr rauszuhaben. Da, und was war der jetzt noch? Das war noch MK1, oder? Hier bin ich mir nur gar nicht sicher, ob ein MK2 dahin passt, weil gefühlt sind die größer. Das muss ich dann mal gucken. Zur Not muss ich den so lang bauen und das hier rum machen. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht. Jetzt gehen wir erstmal gucken, ob wir mittlerweile hier genügend Zeug haben. Und dann vielleicht endlich mal das Jetpack bauen können. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr nice. Schuhu. Oh. Einer. Das reicht nicht. Wenn es in der Geschwindigkeit einen gibt, also in jetzt 5 Minuten ungefähr einen gibt, dann brauche ich noch ein bisschen. Brauche ich noch ein bisschen länger. Oder ich mache mir welche noch hier von Hand. Das kann ich ja auch machen. Kann ja hier welche herstellen. Gucken wir mal kurz. Also für Heavy Modular Frames brauchen wir Steel Pipes. Den Rest habe ich eigentlich erstmal. Für Computer brauchen wir Wires, das und Circuit Boards. Circuit Boards kann ich ein paar machen. Wir brauchen 5, oder? Habe ich 5 davon. Computer. 1. Ha. 5. Ach, ich brauche 5 Circuit Boards für einen. Uiuiui. Na toll. 8, 9, 10. So, Computer kann ich keinen machen, weil ich brauche jetzt Plastik. Und Cable kann ich auch gleich nochmal holen. Cable haben wir. Hab ich, hier habe ich immer noch Kohle drin. Hier, oder? Nee, da ist das drin. Machen wir den mal voll. Ja, aber Kabel stimmt direkt daneben. 1, 2. So. Und Plastik, da muss ich immer da hoch sprinten. Das muss man von da oben holen. Und Rubber auch. Jo. Na. Düdüm. 1, 2. Oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Was nicht passieren darf, ist natürlich, dass hier das Rubber nicht weiterkommt. Weil das hier voll ist. Und dann das hier alles stockt und ich kein neues Plastik mehr kriege. Das wäre schlecht. Das wäre ein ernstes Problem. Fällt mir gerade auf. So, nee. Computer. Ich guck mal, ob wir hier noch einen drin haben.
weil er nach einer gemacht wurde. Yep, so. Das heißt, ein bisschen brauchen wir noch, aber wenn wir Glück haben, schaffen wir das. In dieser Folge dann doch endlich mal. So. Jetzt können wir erstmal zwei Computer herstellen. 49. Und jetzt gucken wir erstmal nach den Heavy Modular Frames. Steelpipe. Ich brauche Steelpipe und kein Rubber. Ich denke immer, ich brauche Rubber, aber brauche ich gar nicht. 3, 4, 5. Dann machen wir erstmal die Computer fertig. Dann haben wir die schon mal. Und können die hier gleich mal ins Jetpack select. Computer. So, was haben wir hier? Motoren. Motoren habe ich nicht genügend, aber ich habe ein paar. Das ist aber, glaube ich, nicht das Problem. Und dann brauche ich noch 5 Heavy Modular Frames. Dafür brauchen wir... Nee. Die Heavy brauche ich. Wo sind sie denn jetzt? Da. Dafür brauchen wir jede Menge Steel Pipes. Und deren Rest ist machbar. So. Ne, den hier. Nicht die da hinten. Und Motoren brauche ich noch. Die muss ich auch noch holen. Die darf ich nicht vergessen. Jetzt läuft es hier gerade mal weiter. Dann lassen wir hier mal ein paar durch. Na komm. Ich brauche 15 für einen. Ich nehme jetzt erstmal... Mach mal 60. So, wo haben wir Motorenproduktion? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich die hatte. War die hier? Ja. Nehmen wir davon noch ein Stackbett. So. Dachte ich, kann schaff's drauf zu springen, aber. Habe ich nicht ganz geschafft. So, Heavy Modular Frame. Können wir 4 herstellen? 2, 3, 4. Genau, und dann fehlen uns die Steel Pipes. Aber, ich denke mal fast, dass oben jetzt noch einer produziert wurde. Das heißt, wenn ich mir den einen da oben noch hole, von da drüben, dann sollte ich genug haben. Und dann kann ich das Jetpack machen. Das bestimmt dann auch Heavy Modular Frames oder was auch immer braucht, vermute ich mal. Keine Ahnung, was ich brauche, um das dann zu machen. So, chip. Aber dann wird hier, glaube ich, auch meine Fortbewegung hier ein bisschen einfacher. So, Heavy Modular Frame. Tadam! Jetpack ready for launch. Das dauert so ewig, ey. Ich überlege, das muss ich noch zweimal machen. Okay, also da brauche ich Öl für. Mal gucken. Oil-based fuel. Jetpack, so. Brauch Circuit Boards. 5 Stück. Den Rest habe ich. Einstecken. Das müssten wir eigentlich hinkriegen, oder? Circuit Boards, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Du-dum. So, Craft. Du-dum. So, und jetzt haben wir den. Jetpack, so. Und wie starte ich das jetzt? Ah. Mit der Leertaste.
Achtung. Aber das geht nicht mit Biofuel, sondern wahrscheinlich nur dem Oil-Based Fuel. Okay. Gut zu wissen. Wartet mal, dann nehmen wir die nochmal. Das ist ein bisschen schneller. Und dann muss ich einmal. Und hier ist, ach ja, das war dieses Sam-Ording. Packe ich das mal darüber. Dann muss ich mal gucken nach Oil-Based Fuel. Normalen Fuel. Fuel, da brauche ich Öl. Habe ich hier Öl irgendwie? Ja, ich habe ein bisschen Öl hier. So, dann können wir das zumindest mal herstellen. Und haben jetzt 10 Fuel. Das ist nicht besonders viel. Aber ist ein Anfang. Das heißt, wenn ich den jetzt mache, lädt der sich auf. Genau, und hat ein bisschen was verbraucht. So. Das heißt aber auch, um den wirklich nutzen zu können, muss ich mehr von diesem Fuel herstellen. Das heißt, ich brauche... Genau, jetzt stehst du still, weil der Rubber voll ist. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Wartet mal kurz. Um das muss ich mich erstmal zuallererst kümmern. Ich brauche mal wieder von diesem Stil-Dings, wie es welche. Dass wir so einen noch oben drauf platzieren. Dümp. Und irgendwie den verbinden. Ja, so. Und so. Nee, erst will ich den hier gucken, dass ich den daran kriege. Ja. Und so. So, jetzt laufen die da raus und hier laufen neue rein. Und jetzt haben wir die Menge mal verdoppelt. Gut. So, also ich habe das Jetpack. Enthänge irgendwo fest. Und muss jetzt aber gucken, aber das werde ich in der nächsten Folge machen, dass ich erstmal mir dafür Fuel herstelle. Also zum Ölquelle gehe und da Production noch eine Ölraffinerie mache. Also muss ich mir dafür das Zeug sammeln. Und zwei braucht zwei Heavy Modular Frames, alles klar. Und dann kann ich noch Fuel machen. Das hier mit als drittes auf das Förderband packen. Dass es hier auch irgendwann ankommt. Da kann ich dann hier noch einen da hinstellen, der hier... da brauche ich natürlich auch das. Ich muss mal gucken, habe ich die in irgendeinem... Da oben. Dass ich mir da mal gleich mein 100er Stack nehme. Oder sogar 200er oder so. Kommt hierher, hier raus. Ja, das sieht doch mal besser aus. Dann vereinfacht das die ganze Sache. Ja, also, ich muss da drüben eine Ölraffinerie bauen. Und da muss ich aber erstmal dahin flitzen. Das werde ich in der nächsten Folge machen. Beziehungsweise hinflitzen mache ich ihm auf. Und dann das Öl hier mit auf das Förderband packen, dass es hier mit hergeliefert wird.
und hier noch so ein MK2-Ding bauen. Ich hoffe, das passt hier noch hin. Beziehungsweise ich packe das hier komplett daneben. Sogar. So. Ja. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier einen rausziehen. Warte mal, erstmal bitte Center Output. Nein. So, dass hier jetzt nichts rauskommt. So. Und so, dann habe ich da einen, der, wo ich das Öl hinschicke, das heißt Center Output wäre dann Fuel. Also nicht Öl, sondern Fuel. Weil Öl würde ich jetzt hier nicht hin transportieren, glaube ich. Gut, so, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Das heißt, sobald jetzt hier Fuel ankommen würde, was noch gar nicht ankommen kann, weil ich es noch gar nicht herstelle, wird es mitgeliefert. Dann hätten wir das schon mal. Das hier läuft weiter, bis oben voll ist. Also das läuft jetzt zumindest erstmal wieder eine Weile. Dann muss ich mir überlegen, also mit dem Wrapper mache ich ja aktuell noch nichts. Vielleicht werde ich das auch erstmal abschalten, die Produktion. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, weil ich habe jetzt ewig viel. Ich verbrauche es nur gar nicht. Aktuell zumindest. Gut, so. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich muss jetzt da ganz rüber. Und ich habe im Übrigen das vielleicht noch als, ich werde schon mal losrennen, als kleine Sache noch. Ich habe tatsächlich mal geguckt, es gibt so mehr oder weniger handgemachte Maps, also irgendwas zusammenkopiert, Bilder zusammenkopiert, aus großer Höhe anscheinend, die dann zum Teil auch mit den Ressourcen Positionen versehen sind. Und ich bin wohl eher so, sagen wir mal, Südwesten der Karte oder Mittelwesten, aber relativ im Westen und habe im Osten und Norden, also riesige Gebiete, die ich auch überhaupt nicht erkundet habe. Ja, also da, wo meine Ölquelle ist, da geht es nicht mehr allzu viel weiter. Aber es gibt andere Gebiete, da geht es noch. Huhu, waah, doink. Schaden genommen. Da geht es noch richtig viel weiter und richtig krass viel weiter. Ja. Von daher wird das Ganze noch interessant, aber nicht mehr diese Folge. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.